Ja, vor dem Spiel an der Bremer Brücke begrüße ich den Gästetrainer Alexander Nuri, steht bei mir. Herr Nuri, Sie kommen gerade frisch aus dem Trainingslager, kurzer Zwischenstopp beim Telekom Cup heute an der Bremer Brücke. Wie gehen Sie das Testspiel hier heute an? Ja, es ist ein wichtiger Test. Gestern konnten wir schon viele Erkenntnisse sammeln und jetzt heute eine andere Truppe auf dem Platz, die aber auch ihre Grenzen weiter verschieben soll. Schwerpunkt da auch im physischen Bereich, die Grundlagen weiter ausbauen und natürlich dann die Organisation behalten, in der Defensive Abläufe auf den Platz bringen. Das sind so die wichtigsten Elemente, die wir heute auch sehen wollen. Jetzt haben sich einige Leute gewundert, auch Experten, dass sie gestern beim Telekom Cup recht wenig gewechselt haben. Wie wird das heute aussehen? Na, das haben wir bewusst so gemacht, weil wir einfach wollten, dass die Spieler auch mal über die volle Distanz gehen. Und da 90 Minuten ist schon auch nochmal etwas anderes wie halt nur 45 Minuten und da auch den Rhythmus zu finden und auch, wie gesagt, körperlich einfach dann nochmal an die Grenzen zu gehen. Und das soll heute auch so sein. Gestern mussten Sie direkt gegen die beste deutsche Mannschaft ran, gegen den FC Bayern. Das Spiel sieht natürlich dann anders aus als wahrscheinlich gegen den VfL Osnabrück. Wird das heute auch Ziel Ihrer Mannschaft sein, viel Ballkontrolle zu haben? Ja, wie gesagt, für mich wichtig, dass alle Spieler sich selbst fordern und insgesamt, dass wir als Truppe halt viel Aufwand betreiben und natürlich dann die Dinge, die wir uns auch erarbeitet haben, schon auch auf den Platz bringen. Und deswegen habe ich gesagt, die Defensivorganisation ist für uns immer die wichtigste Basis. Abschließende Frage geht an Sie persönlich. Sie kennen sich hier nämlich aus, waren als aktiver Spieler hier aktiv beim VfL Osnabrück. Wie fühlt sich die Rückkehr an? Ja, ist für mich immer wieder, ich komme sehr, sehr gerne wieder zurück. Mein Sohn ist hier geboren. Ich hatte 4 tolle Jahre sportlichen Erfolg und sind noch viele Gesichter, die man auch mit der Zeit noch verbindet, die man hier wieder trifft. Und von daher fühlen wir uns hier sehr, sehr wohl und kommen sehr gerne zurück. Herr Nuri, ich sage vielen Dank und wünsche uns natürlich ein schönes Spiel. Dankeschön. Ja, Herr Enox, die Generalprobe steht an gegen SV Werder Bremen. Ein großer Name vor dem Saisonstart am kommenden Freitag. Wie werden Sie das Spiel heute angehen? Ja, wir müssen uns halt gut auf die Saison vorbereiten und das Spiel gehört dazu. Natürlich, wir freuen uns sehr, dass so ein namhafter Gegner halt ins Stadion zu uns kommt. Natürlich können wir halt erste Bundesliga nicht mit dritter Liga vergleichen, aber halt, dass wir gefordert werden, dass wir halt gut in der Defensive stehen müssen, wenn wir halt in der Liga bestehen wollen, auch in diesem Spiel bestehen wollen. Die Tests waren am Anfang ein bisschen holprig, 3x0:3. Sie haben auch die Lage dann sehr konkret angesprochen, dass es prekär ist. Gegen Jeddelo war es dann schon besser. Was sind die Ziele für dieses Spiel? Ja, besser hinten zu stehen. Also wir haben halt viele Gegentore bekommen, die halt unnötig waren. Ich bin froh, dass halt die Fehler halt vor der Saison passiert sind, bevor sie in der Saison passieren. Aber letztendlich geht es darum, halt heute halt gut zu stehen. Wir wollen halt mutig nach vorne spielen. Wir wollen auch mutig nach vorne verteidigen. Gegen so einen Gegner kann es halt in die Hose gehen. Aber so ist unser Spiel zu Hause. Gerade wenn wir halt zu Hause spielen in der Saison, wollen wir halt mutig nach vorne verteidigen, mutig nach vorne spielen und viele Strafraum sehen. Und wenn das uns gelingt gegen Werder, dann sehe ich halt nur positiv für die Saison. Mit Blick auf die Aufstellung für die Fans, ist das auch eine Mannschaft, die Sie sich durchaus am kommenden Freitag vorstellen können als erste Elf? Ja, wir haben halt mit 2, 3 Verletzten, die halt hoffentlich nächste Woche zurückkommen, zu rechnen. Und deswegen ganz genau die Elf, aber Tendenzen gibt es schon da. Und wir werden halt heute auf der Außenbahn ein bisschen was anderes ausprobieren, als wir in den vergangenen Spielen ausprobiert haben. Ich hoffe, dass es uns gelingt. Aber letztendlich ist es so, die Mannschaft, die halt auf dem Platz steht, kann sich heute präsentieren. Und wenn sie sich gut präsentieren, dann kann es auch durchaus denkbar sein, dass sie halt nächste Woche am Freitag in Karlsruhe von Anfang an spielen. Dann blicken wir auch nochmal ein Spiel voraus, nämlich auf den kommenden Freitag direkt nach Karlsruhe. Ein Absteiger, der sicherlich die Ambition hat, oben mitzuspielen. Was erwarten Sie am Freitag für ein Spiel? Ja, ich war gestern in Karlsruhe, habe das Spiel gegen Braunschweig angeschaut. Ich versuche immer halt ein Bild zu schaffen von den Gegnern. Die haben sich sehr stabil präsentiert. Sie haben halt mit sehr viel erfahrener Spieler halt gespickt mit halt wirklich Top-Talente auf der Außenbahn eine sehr, sehr, sehr gute Mannschaft zusammengestellt. Gerade vorne mit Fink und Strohengel halt 2 erfahrene, also abgeklärte Spieler, robuste Spieler im Mittelfeld. Wirklich sehr zweikampfstark, sehr robust. Und gerade die beiden Innenverteidiger, Pissot, den wir kennen, der halt ein Top-Spieler in der dritten Liga ist, letzte Saison schon noch 2. Bundesliga gespielt hatte. Also es ist eine gute Mannschaft, die definitiv Favorit in der Liga ist, aber letztendlich, wir fahren nicht dahin und sagen, okay, hier sind die 3 Punkte, wir fahren dahin, um halt was mitzunehmen. Dabei wünsche ich viel Glück und wir heute erstmal natürlich ein schönes Spiel. Dankeschön. Danke sehr. Dankeschön, danke.
Ja, das waren die beiden Trainer vor diesem heutigen Testspiel. VfL Osnabrück gegen den SV Werder Bremen. Wir haben Joe Enox gehört, es ist schon ein wichtiger Test für den VfL. Nächste Saison geht der Ernst in der dritten Liga los. Und wir blicken nochmal zurück auf die Spiele, die Testspiele, die bisher gespielt wurden vom VfL. Das sah nämlich am Anfang wirklich gar nicht gut aus. 0:3 gegen Wiedenbrück, 0:3 gegen St. Pauli und dann nochmal 0:3 gegen die Reserve vom BVB. 0:9 Tore in 3 Testspielen, das sah überhaupt nicht gut aus. Joe Enox hat dann auch ganz klar die Dinge angesprochen, wie wir es eben schon gehört haben. Gerade defensiv haben die Lila-Weißen viel zu oft gewackelt. Das sah dann besser aus im letzten Testspiel gegen den SSV Jeddelow. Vielleicht nicht der wirkliche Gradmesser, da gab es immerhin ein 1:0. Das erste Tor dann auch durch Krasnitschi, der es gemacht hat per Kopf. Auch Werder Bremen hat natürlich schon den einen oder anderen Test bestritten. Ganz traurige Geschichte da, das Spiel gegen Ajax Amsterdam. Ich glaube, ihr alle habt die Geschichte mitbekommen mit dem Spieler Nuri, der sich da schwer verletzt hat, ohne gegnerische Einwirkung. Der Test musste daraufhin abgebrochen werden. Weiter ging es für die Werderaner dann gegen Wolverhampton. Da gab es ein 0:1. Und generell in der Offensive hapert es bei den Bremern im Testspiel. Hört sich merkwürdig an, wenn wir auf den gestrigen Tag blicken. Da gewann nämlich Bremen mit 5:3 gegen Mönchengladbach. Da muss man aber klar zusagen, alle Tore fielen da im Elfmeterschießen beim Telekom Cup. Durch das 5:3 qualifizierten sich die Bremer dann für das Finale und da gab es gegen den Rekordmeister, gegen die übermächtigen Bayern, ein 0:2. Wir haben noch 8 Minuten und blicken natürlich jetzt auch auf die Aufstellung der beiden Mannschaften und beginnen dann mit dem Gast. Alexander Nuri hat es eben im Interview gesagt. Wir sehen eine etwas andere Mannschaft. Ich will nicht sagen, es ist die zweite Garde. Es ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die noch ordentlich Saft im Tank hat. Denn die meisten Spieler wurden da gestern beim Telekom Cup nicht eingesetzt. Wir fangen an mit der etatmäßigen Nummer 3 im Tor. Der wird heute getestet. Michael Zetterer auf dem Feld stehen vor ihm. Florian Kainz ganz vorne wird stürmen. Aaron Johansson, Milos Veljkovic ist dabei. Zlatko Junuzovic führt die Mannschaft als Kapitän aufs Feld. Garcia spielt, genauso wie Johannes Eggestein. Lamine Sané ist dabei. Philipp Bargfrede, das Bremer Urgestein, von Anfang an auf dem Feld. Und dann noch 2 ganz junge, hoffnungsvolle Talente, Ole Käuper und Dominik Volkmar. Das ist heute die erste Elf vom SV Werder Bremen. Aber wir sind das von Testspielen gewohnt. Da wird viel durchgewechselt normalerweise. Und deshalb hoffen wir natürlich auch noch auf den Einsatz. Vielleicht von Max Kruse oder Finn Bartels. Die Jungs sind natürlich alle hier am Start. Werder Bremen kommt ja mit dem ganzen Tross gerade aus dem Trainingslager. Die Werderaner waren im Zillertal in Österreich. Gestern dann der Zwischenstopp beim Telekom Cup und heute hier an der Bremer Brücke in Osnabrück. Die Aufstellung vom VfL im Tor. Er ist geblieben und da freuen sich alle Fans ganz besonders drüber. Marius Gersbeck hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert, ist wieder gesund, die Verletzung überstanden und wird heute von Anfang an im Tor stehen. Davor Furkan Zorba, der Neuzugang aus Frankfurt, bildet die Innenverteidigung. Marcel Appia, Konstantin Engel auf dem Feld, Christian Groß wird die Mannschaft als Kapitän aufs Feld führen. Der beste Stürmer beginnt heute, Otschi Vried, Tim Danneberg, Neuzugang aus Chemnitz ist dabei, Ahmed Aslan, Jules Reimering auf dem Außenflügel, Christian Bickel, ebenfalls ein Neuzugang und abschließend Nazim Sangaré. Das ist die erste Elf vom VfL Osnabrück. Und wir sehen jetzt die Bilder, das Stadion, es füllt sich langsam, ganz, ganz viele Bremer Fans auch dabei, auch auf den Sitzplätzen und in der Kurve viele grün-weiße Trikots. In Osnabrück gibt es mit Sicherheit ganz, ganz viele Bremen-Fans, die heute Bock haben, ihre Mannschaft mal hautnah zu erleben und sich auch einen Eindruck zu machen von der Truppe, von der neu zusammengestellten Truppe. Einige Neuzugänge gab es natürlich bei Werder Bremen, branchenüblich in der Sommerpause, obwohl die Verantwortlichen auch noch suchen, gerade im Sturm nach dem Abgang von Claudio Pizarro fehlt dann noch so ein echter Strafraumstürmer. Der wird noch gesucht, O-Ton Frank Baumann, es soll kein Anfänger sein, also die Bremer suchen da schon noch einen Spieler, der direkt weiterhilft. Heute erstmal nicht dabei und deshalb müssen es die anderen richten. Wie gesagt, Aaron Johansson bekommt heute seine Chance ganz vorne im Sturmzentrum. Wir haben noch 5 Minuten bis zum Anpfiff und warten auf die beiden Mannschaften. Joe Enox, der Trainer vom VfL Osnabrück, hat es eben angesprochen. Der VfL, das ist vielleicht auch die erste Elf, die dann in Karlsruhe auflaufen wird. Es gibt da noch so ein paar Leute, die reindrängen. Marc Haider ist heute im Kader, der dürfte heute spielen. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen.
Der Vorwurf der Spielmanipulation. Marc Haider ist deswegen gesperrt worden für 4 Spiele, wird also zum Ligaauftakt nicht dabei sein. Heute aber im Kader und wird mit Sicherheit dann auch eingewechselt, um auch Spielpraxis zu sammeln. Wie gesagt, Haider dann in Karlsruhe definitiv nicht dabei. So, die Mannschaften machen sich langsam im Spielertunnel bereit. Wir warten auf den Einzug der Truppen und wünschen uns natürlich jetzt schon mal allen ein wunderbares Fußballspiel. Wie gesagt, der Test für den VfL Osnabrück auf jeden Fall wichtiger als für Werder Bremen. Die haben nämlich noch ein paar Wochen Zeit, sich um auf die Saison sich vorzubereiten. Und für den VfL wird es heute schon, man kann sagen, ernst, auch wenn es natürlich noch nicht um Punkte geht, aber heute muss man auch den heimischen Fans zeigen, dass in der Vorbereitung viel Gutes passiert ist. Nach den zunächst schlechten Ergebnissen gibt es natürlich auch die ein oder andere kritische Stimme aus dem Umfeld, aber gut, Joe Ennox hat es angesprochen. Fehler darf man machen in der Vorbereitung, ist wesentlich besser, als wenn es im Liga-Alltag passiert, und von daher gehen wir erstmal guten Gewissens hier heute rein. Die Bremer mit einer jungen Truppe am Start. Wir haben die Aufstellung angesprochen. Gerade Slatkun Junuzovic wird da die Mannschaft anführen. Ansonsten viele Nachwuchsspieler, die sich natürlich auch heute präsentieren wollen. Und jetzt kommen sie, die Mannschaften. Und ich lasse sie mal kurz alleine mit der Atmosphäre hier an der Bremer Brücke. Die Kapitäne haben sich begrüßt. Christian Groß auf Seiten des VfL, der etatmäßige zweite Kapitän, der Stellvertreter von Halli Safran. Halli Safran immer noch verletzt, der ist heute in Zivil hier im Stadion, ist nicht im Kader, arbeitet weiter an seinem Comeback. Und auf Seiten der Bremer ist heute der Kapitän Slatko Junuzovic. 3 Leute haben wir noch vergessen, die wollen wir natürlich auch erwähnen. Das unparteiische Gespann wird angeführt von Arne Ahnering. Das ist der Schiedsrichter. Seine Assistenten heißen Hendrik Bramlage und Franz Bokop. Der Vollständigkeit halber, ihr werdet das wahrscheinlich alle wissen, der VfL ganz in Lila heute, die Bremer in Weiß und Ochi Vrid steht bereit für den Anstoß. Ich wünsche uns ein wunderbares Fußballspiel. Die Osnabrücker im Vorwärtsgang. Hinten in der Innenverteidigung sehen wir heute Konstantin Engel. Das hat Joe Ennox mehrmals getestet in der Anfangsphase der Vorbereitung. Ochi Vrid in der Mitte, kommt nicht ran. Die Bremer vielleicht mit der Chance zum Kontern. Johannes Eggestein kommt aber auf der linken Seite nicht vorbei an Konstantin Engel. Wie gesagt, mit 3-9 startet der VfL in diese Partie. Hinten Furkan Zorba, der soll vielleicht der neue Innenverteidiger werden an der Seite von Steven Appiah, spielt heute aber auf der linken Außenbahn hinten. Dazu
Tim Danneberg aus Chemnitz gekommen und Christian Bickel, der kam aus Paderborn zu den Lila-Weißen. Das sind die drei Neuzugänge, die heute beim VfL in der Anfangsformation stehen. Da ist Furkan Zorba am Ball. Und da ist der nächste Neue, Christian Bickel mit Oci Vrieth im Zusammenspiel. Und der ist zu lang. Und wir sehen den ersten Einsatz von Michael Zetterer. Wie gesagt, wahrscheinlich eher die Nummer 3. Die Bremer haben sich ja sehr, sehr gut anscheinend verstärkt. Jiří Pavlenka machte gestern beim Telekom Cup einen sehr, sehr guten Eindruck. Und dahinter gibt es noch den ganz erfahrenen Mann, den 37-jährigen Jaroslav Drobný. Auch die sind heute dabei. Vielleicht wird Alex Nuri den Keeper noch wechseln. Das werden wir im Laufe des Spiels erfahren. Bargfrede, das Bremer Urgestein im Zweikampf mit Ahmed Aslan. Und die Bremer natürlich, genau wie der VfL, erst einmal um Spielkontrolle bemüht. Hinten Lamini Sané, den wir auch schon aus der letzten Saison beim SV Werder Bremen kennen. Der Ball im Aus, sagen die Schiedsrichter. Einwurf für die Werderaner. Sie sehen schon, wie das Spiel des VfL aussieht. Oci Vrieth ganz vorne, immer Anspielstation. Ein ganz, ganz interessanter Mann. Man munkelt auch immer noch. Vielleicht gibt es Interessenten für den jungen Stürmer, der letzte Saison hier auf sich aufmerksam gemacht hat. Vor der letzten Saison aus Lüneburg gekommen zum VfL und jetzt wieder am Ball. Vielleicht Chance umzuschalten. Aber Oci Vrieth nimmt das Tempo erst einmal ein bisschen raus. Nochmal schönes Zusammenspiel jetzt auf der linken Seite, kann den Ball nach innen bringen und die erste Chance, Ahmed Aslan am Ball vorbei. Der Junge vielleicht besonders heiß, kommt ja vom Hamburger SV und die alte Rivalität zwischen dem HSV und Werder Bremen, die kennen wir alle. Von daher Ahmed Aslan vielleicht noch ein bisschen mehr motiviert als seine Kollegen. Sangaré bekommt den Ball auf der rechten Außenbahn. Die Flanke nach innen auf Oci Vrieth. Bickel mit der ersten Chance. Noch abgefälscht. Es gibt die erste Ecke für den VfL Osnabrück. So stellt Trainer Joe Hendricks sich die Außen kommen und in der Mitte nicht nur Oci Vrieth suchen, sondern auch die Mittelfeldspieler, die Außenspieler, die immer wieder nachrücken sollen. Und Christian Bickel war einer der Gewinner der Vorbereitung, hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht gegen Jedelo. Von dem erhoffen sich die VfL-Fans einiges. Ganz interessanter Mann, der Spieler mit der Nummer 23. Ungewöhnlich beim VfL, der Stoßstürmer bringt selbst die Ecke. Das ist aber ganz normal. Oci Vrieth, der Ball aber... Na, ich dachte, sichere Beute, aber jetzt ist er nochmal heiß gemacht worden. Engel nochmal mit der Chance. Das ist damit Aslan aus der Drehung, aber die Bremer zu massiv hinten. Bringen den Ball erst einmal aus der Gefahrenzone. Ja, die Osnabrücker beginnen mutig, machen das, was der Trainer gefordert hat. Nämlich wirklich mutig nach vorne spielen. Man hat hier nichts zu verlieren und man muss jetzt auch wirklich testen. Wie gesagt, nächsten Freitag wird es dann ernst im Karlsruher Wildparkstadion. Dann wird die Saison 2017-2018 in der dritten Liga eröffnet. Die Flanke nach innen wird abgeblockt. Konstantin Engel wird nicht weiter attackiert, hat viel Zeit und bringt den Ball erstmal in Sicherheit. Dannenberg. Weiter auf Kapitän Christian Groß und jetzt geht es erstmal wieder hinten rum. Furkan Zorb sucht Vrieth, findet ihn nicht. Sichere Beute für die Bremer Verteidigung. Sané raus auf den linken Flügel, da wird er angelaufen. Und es geht weiter mit Einwurf für den VfL Osnabrück.
Lange Ball in die Spitze. Danneberg wird gesucht, kein Abseits. Aber die Bremer Defensive steht stabil. Konstantin Engel mit Vorkan Zurban nimmt ihn mit. Der setzt sich schön durch, hat auch einen wirklich guten Körper. Also sehr, sehr physisch starker Spieler. Bickel mit Danneberg, die beiden Neuzugänge im Zusammenspiel. Die Bremer stehen erstmal sehr, sehr defensiv, lassen die Hausherren kommen. Und die versuchen es, wir sehen es immer wieder, über die Außenpositionen, über den starken Sangaré, der letzte Saison auch eine wirklich sehr, sehr gute Runde gespielt hat. Furkan Zorba jetzt auf der linken Seite, kann Bickel mitnehmen. Ball geht aber erstmal nach zu Danneberg nach innen. Und da wird der Vorteil abgepfiffen. Foul von Bargfrede an Tim Danneberg. Und Christian Bickel legt sich den Ball zurecht, wird wohl die Flanke geben in den 16er. Gerade Neuzugang Tim Danneberg, sehr groß gewachsener Spieler, den könnte man jetzt suchen. Die Flanke kommt scharf nach innen und Sané hat aufgepasst, bringt den Ball aus der Gefahrenzone. Ja, für die Bremer zweite Garde, wir haben ja einige wirklich junge Spieler dabei. Natürlich ist das eine super Chance, sich heute zu präsentieren. Gestern beim Telekom Cup haben die Jungs wie Max Kruse gespielt. Und auch die neuen Leute wie Pavlenka oder der sehr, sehr gute Ludwig Augustinsson, der einen wirklich guten Eindruck gemacht hat. Heute haben die Jungs, die junge Garde, die Chance, sich zu zeigen. Aber hier ein schlimmer Fehlpass. Aber auch Danneberg macht sich besser. Der Ball im Aus. Es geht weiter mit Einwurf für Werder Bremen. Danneberg ganz abgezockt. Zurück auf Kuka Engel, gibt auch erstmal den ersten Szenenapplaus hier im Stadion. Christian Groß macht den Ball fest. Die Osnabrücker mit sehr, sehr viel Ballbesitz in den ersten 10 Minuten. Die Bremer lassen es ruhig angehen, schauen erstmal, was der VfL so zu bieten hat. Stehen aber hinten bisher sehr, sehr sicher. Die eine Chance gab es für Christian Bickel und eine Halbchance für Ahmed Aslan, der da über den Ball gehauen hat. Von daher schon ein ganz munterer Beginn der Lila-Weißen hier vor heimischem Publikum. Aber der Ball, der ist erstmal sichere Beute für Zetera im Kasten der Bremer. Jetzt haben die Bremer vielleicht zum ersten Mal Platz. Junuzovic, schöner Pass auf den Außenführer. Keins muss sich aber da ganz schön strecken, um den noch zu bekommen. Kriegt er den? Ja, könnte Ecke geben. So ist es nicht. Es gibt Abstoß. Ich dachte, der lila-weiße Konstantin Engel wäre zuletzt dran gewesen. Die Unparteiischen haben es anders gesehen. Abstoß vom Kasten des VfL. Ja, da haben wir ihn zum ersten Mal am Ball. Nicht wirklich in Aktion, Torhüter machen sonst was anderes, aber das war die Personalie, wo die Fans der Lila-Weißen aufgeatmet haben. Marius Gersbeck bleibt beim VfL Osnabrück, eine weitere Saison ausgeliehen von Hertha BSC Berlin. Das war nicht ganz klar, wenn man den Gerüchten glauben kann, war auch der erste FC Kaiserslautern, also eine Zweitligamannschaft, an Gersbeck dran. Die suchen ja einen Nachfolger für Julian Pollersbeck, den es zum HSV gezogen hat in die erste Liga. Gersbeck, der fühlt sich hier aber so wohl und hat ein weiteres Jahr zugesagt. Wirklich einer der besten Liga der dritten Liga. Das haben wir letztes Jahr in ganz, ganz vielen Spielen gesehen. Wirklich ein toller Rückhalt für die Lila-Weißen. Auf dieser Position haben die auf jeden Fall keine Sorgen. Gersbeck, ganz klar die Nummer 1 beim VfL. Zetera wird angelaufen von Archie Vriet, löst er aber ganz entspannt. Aber so richtig befreien können sie sich zurzeit nicht. Da muss der lange Ball aushelfen und der geht ins Seitenaus. Einwurf für den VfL Osnabrück, die das gut machen, sehr, sehr früh stören.
die Gegner attackieren und somit dann noch diese langen Bälle provozieren. Sieht gut aus, was der VfL da beim Pressing macht in den ersten Minuten. Die Spielkontrolle ganz klar bei den Lila-Weißen. Die Bremer halten sich, wie gesagt, erst einmal ein bisschen zurück. Sangaré mit Danneberg im Zusammenspiel. Danneberg löst sich. Und jetzt vielleicht die Chance zu verlagern. Christian Groß weiter. Ahmed Aslan. Auf links Zorba relativ frei. Der kann jetzt den Ball mit links nach innen bringen. Das macht er. Und das Ochivri. Und die erste gute Chance. Die zweite gute Chance. Ochivri, Danneberg kommt nicht richtig ran und Zetera packt zu. Aber das sieht gut aus. Schöne Flanke von Zorba und sie suchen natürlich immer den langen Ochivrid in der Mitte und der ist immer brandgefährlich. Trifft den Ball hier nicht voll. Danneberg hat noch auf den Abpraller spekuliert, aber den gab es nicht. Zetterer war da zu aufmerksam. Aslan jetzt unter Bedrängnis, löst das aber geschickt. Bickel im Zweikampf mit Florian Kainz. Löst er sehr, sehr gut. Die Osnabrücker ein bisschen griffiger in den Zweikämpfen in der Anfangsphase und dadurch mit viel, viel Ballbesitz. Sieht ordentlich aus. Und die Chancen sprechen ja auch für sich. Bisher 2:0 Möglichkeiten, aber noch keine Tore an der Bremer Brücke. Nach jetzt gespielten 13 Spielminuten. Groß kurbelt nochmal an. Die linke Seite mit Bickel und Zorba gefällt mir in der Anfangsphase gut, machen ordentlich Wirbel. Sehr offensiv, auch der Außenverteidiger, der Neuzugang aus Frankfurt. Spielen nicht unterbrochen, vielleicht jetzt die Bremer, aber die verlieren einfach zu schnell die Bälle in der Anfangsphase. Sind noch nicht ganz drin, aber wir wollen sie noch nicht verdenken. Erstmal eine neu zusammengewürfelte Truppe und wir haben es angesprochen. Hinter denen liegen sehr, sehr intensive Tage. Zuerst das Trainingslager in Österreich im Zillertal. Gestern dann der Telekom Cup, sehr, sehr namhaft besetzt. Neben den Bremern Bayern München, Hoffenheim und Borussia Mönchengladbach dabei. Und da hat Alexander Nuri dann auch wirklich die ganzen Stars, die der SV Werder Bremen im Kader hat, getestet. Sah auch schon sehr, sehr ordentlich aus. Nur, wie gesagt, vorne, da fehlt noch so ein echtes Kaliber. Nach dem Abgang der Bremer Legende Claudio Pizarro, ja nicht mehr beim SV Werder Bremen, eigentlich kaum vorzustellen. Irgendwie gehört er da fast zum Inventar. Auf der Position wird noch weiter gesucht. Vielleicht heute die Chance für Aaron Johansson, sich zu präsentieren. Der Mann pocht natürlich auch auf seine Chance dann im Ligabetrieb. Foul vom jungen Ole Käuper im Mittelfeld. Aaron Johansson, wir sind gespannt, wie er sich heute zeigen wird. Es ist die Chance, wenn die erste Garde draußen bleibt, dann müssen sich die Jungs zeigen. Alle wollen natürlich spielen im August, wenn die Saison wieder startet. Und heute natürlich die passende Gelegenheit, Alexander Nuri zu zeigen, dass man sich auf die Jungs verlassen kann. Bargfriede zum Beispiel wieder auch. Und jetzt haben wir Platz. Super Pass. Junuzovic, das kann er. Florian Kainz im 16er bringt den Ball direkt nach innen. Engel passt auf. Bickel bereinigt die ganze Situation. Und jetzt vielleicht direkt Chance zum Umschalten. Und ab geht's in die andere Richtung. Aber Sané aufmerksam. Gar kein Problem. Für den Verteidiger der Bremer. Was wir eben schon angesprochen haben, sehr frühes Pressing der Osnabrücker, die gehen sogar den Keeper an und zwingen, wie gesagt, diese langen Bälle und kommen dadurch immer wieder in Ballbesitz. Jetzt behaupten aber die Bremer mal die Kugel, Florian Kainz, da ist wieder Ole Käuper, Philipp Bargfriede und jetzt verlagern sie das Spielgeschehen raus auf die linke Seite. Im 1 gegen 1 gegen Sangaré, der Ball abgeblockt und es gibt die erste Ecke für Werder Bremen.
Schöner Antritt von Garcia, der aber an Sangaré dann am Ende nicht vorbeikommt. Aber jetzt könnte es gefährlich werden. Ein ausgewiesener Standard-Spezialist, Zlatko Junuzovic. Ecken und Freistöße, das hat er richtig gern. Der Junge wird den Ball jetzt nach innen bringen. Gersberg zum ersten Mal gefordert. Da kam vor ihm keiner ran. Auf den ersten Pfosten, aber der Keeper aufmerksam. Es gibt direkt die zweite Ecke für Werder. Ja, Junuzovic nicht nur bei Ecken und Freistößen, nicht falsch verstehen. Ganz, ganz brillanter Kicker. Der Zehner beim SV Werder Bremen, der Mann in der Zentrale, bringt den nächsten Ball nach innen, wieder auf den ersten Pfosten und dieselbe Situation, die Schusschance. Da hat es kurz gebrannt in der Verteidigung. Ganz gefährlich für den Keeper, diese Bälle auf den ersten Pfosten, kommt keiner richtig dran und dann gibt es die Schusschance für den jungen Dominik Volkmar. Aber die VfL-Defensive steht da vielbeinig und kann den Ball erst einmal klären. Erste nennenswerte Offensivaktion der Gäste. Johansson im Zusammenspiel mit Volkmar. Junuzovic wieder auf den Stürmer. Aaron Johansson kann jetzt selbst abschließen. Macht er, da ist die Führung für Werder Bremen. 1:0. Wir haben es angesprochen. Der Junge will sich präsentieren und er macht es eindrucksvoll. Die erste Chance für ihn. Aaron Johansson mit der Führung für Werder Bremen in der Spielminute. Eiskalt abgeschlossen. Marius Gersbeck da ohne jede Chance. Wunderbar. Und ich habe ihn angesprochen. Zlatko Junuzovic in der Zentrale. Ich habe ihn eben gesagt, der Zehner. Er spielt mit der Nummer 16. Zehner, weil er ein offensiver Mittelfeldspieler ist. Und normalerweise tragen die Jungs den Nummer 10. Wunderbares Anspiel in die Spitze. Und Johansson ganz eiskalt ins lange Eck zur Bremer Führung. Joe Enox hat es angesprochen. Fehler werden brutal hart bestraft. Und nicht nur in Testspielen, vor allem auch im Ligabetrieb. Wieder so ein Fehler und dann geht es ganz, ganz schnell und die Bremer zeigen ihre individuelle Klasse. Junuzovic mit der Vorlage, Johansson staubtrocken ins Eck. Führung nach 19 Minuten für den Gast. Naja, dieser Zlatko Junuzovic, der kann schon ein bisschen kicken. Das sehen wir direkt in der Anfangsphase. Wirklich ein super Fußballer. Bargfrede. Es geht durch die Mitte. Da ist der Torschütze wieder am Ball. Johansson bekommt nochmal die Chance. Es ist kein Abseits. Junuzovic alleine vor Gersbeck. Und das ist das 2:0. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das so gewollt war, Zlatko Junuzovic. Das sah ein bisschen merkwürdig aus. Aber das Ergebnis, das stimmt aus Bremer Sicht. Zlatko Junuzovic, 20. Spielminute. Eiskalt wird der VfL Osnabrück erwischt. Das sah 18 Minuten lang richtig gut aus. Aber die Bremer denken sich, mein Gott, was sollen wir viel Ballbesitz haben, wenn wir vorne treffen. Erst Johansson, dann Junuzovic. Der Doppelschlag, der trägt weiße Trikots. Ganz, ganz eiskalt, der Bundesligist. Darf natürlich aus Osnabrücker Sicht so niemals fallen. Ganz klar keine Abseitsposition von Junuzovic. Der ist dann ganz alleine vor Marius Gersbeck. Ob er den dann wirklich so treffen wollte, den Ball, müssen wir nach dem Spiel mal fragen. Sah ein bisschen merkwürdig aus. Der Ball eiert dann ins untere linke Eck. Völlig egal. Netz hat gezappelt, Treffer zählt. 2:0 für Werder Bremen. Tim Danneberg jetzt im 16er mit Ahmed Arslan im Zusammenspiel. Gibt Abstoß vom Bremer Gehäuse.
Garcia auf der linken Außenbahn. Das machen die Osnabrücker eigentlich ganz gut, nur wenn sie dann früh angreifen, dann entstehen irgendwo auch Räume. Das hat man eben zweimal ganz deutlich gesehen. Gerade beim zweiten Treffer, Junuzovic da völlig alleine auf Gersbeck zu. Das sind die Fehler, die Joe Enochs vor dem Spiel noch angesprochen hat. Die dürfen nicht passieren, sie passieren und werden gegen so eine Top-Truppe wie Werder Bremen natürlich dann auch so direkt bestraft. Der war allerdings zu lang, Gersbeck, den wird er sicher aufnehmen können. Spielt aber weiter, versucht Sangare anzuspielen, klappt nicht. Unnötig. Unnötig, den Ball hätte er sich auch in den 16er legen können und aufnehmen können. So geht's weiter mit Ballbesitz für Werder Bremen. Keins mit dem Fehler, Bickel. Er hat jetzt Platz, sucht die Anspielstation, findet sie auf der rechten Außenbahn. Der Abschuss, gar nicht schlecht, Zetterer ist unten. Jules Reimering mit dem Schuss aufs lange Eck. Genau die richtige Idee, aber Michael Zetterer ein guter Vertreter ist von Jiří Pavlenka, lenkt den Ball zur zweiten Osnabrücker Ecke. Die wird Ahmed Arslan in die Mitte bringen. Die Verteidiger rücken bis auf Steven Appiah auch alle nach vorne. Marcel Appiah, Entschuldigung, alle nach vorne auf. Arslan bei der Ende hoch. Und die Ecke nach innen auf den zweiten Pfosten, aber die ist zu lang. Danneberg wird diesen Ball nicht erreichen. Gute Aktion aber vom VfL. Die brauchen natürlich jetzt nochmal ein paar schöne Offensivaktionen, um wieder ins Spiel zu finden. Nach diesem Doppelschlag Jules Reimering hat er den Anschlusstreffer auf dem Fuß etc. Aber wirklich sehr, sehr stark unten. Pariert die Kugel und so weiter, 2:0 für Werder Bremen. Aber die Osnabrücker jetzt wieder im Spiel, haben einen kurzen Moment schlucken müssen nach diesen beiden schnellen Gegentreffern. Jetzt wieder im Vorwärtsgang, aber die Chance für die Bremer vielleicht zum Kontern. Florian Kainz auf der rechten Außenbahn, ist aber alleine gegen zwei und verliert den Ball an Christian Bickel. Zorba, Arslan, Bickel, immer dieselben hier vorne. Jules Reimering im 16er, bekommt nicht dran, vielleicht noch die Nachschusschance. Christian Groß mit dem Arm am Ball und daher Freistoß natürlich für Werder Bremen. Joe Enochs tigert so ein bisschen schon so durch seine Coachingzone. Ja, das wird ihn richtig ärgern. Er hat es angesprochen, es dürfen diese Fehler, die in der Vorbereitung am laufenden Band passieren, heute setzt es sich fort. Sie werden einfach eiskalt bestraft und das wird auch in der dritten Liga nicht viel anders sein. Gerade in der Defensive, da passieren zu viele leichte Fehler bei den Lila-Weißen. Die sollten eigentlich abgestellt werden, auch schon vor dem heutigen Spiel, nicht erst zum Saisonstart. Bisher klappt das nicht. Johansson dachte, Kainz startet, der hatte aber eine andere Idee. Und so hat Konstantin dann Kuka Engel viel Zeit. Christian Groß kann jetzt das Spiel mal schnell machen. Nimmt Sangare auf der rechten Außenbahn mit. Nassim Sangare wird angelaufen und deshalb geht es erstmal wieder hinten rum. Offensiv sieht das wirklich gut aus, was die Lila-Weißen anbieten. Die Chancen waren ja auch da, hier schon zu treffen. Das Problem ist heute ganz klar die Defensive und die dort stattfindenden Fehler, die hier einfach nicht passieren dürfen gegen solche Leute wie Johansson oder Junuzovic. Die nehmen Einladungen dann doch sehr, sehr dankend an. Und so steht es nach 26 Minuten 2:0 für den Gast von der Weser. Kein Abseits, sagen wir unparteiischen. Ganz knappe Geschichte. Junuzovic wieder. Florian Kainz gegen Zorba.
Janusovic. Schlechter Pass, den muss man erstmal verarbeiten können. Kein Vorwurf an den Kapitän, also eher die Vorlage doch viel zu hart. Und so hat der VfL Osnabrück wieder die Kugel, versucht schnell zu machen über Reimering auf der rechten Bahn. Reimering aber da erstmal auf sich allein gestellt. Im Zweikampf gegen Dominik Volkmar. Tempo raus. Sangaré verlagert das Spiel. Versucht zumindest. Der Ball viel zu schwach getreten. Viel zu kurz in die Füße der Bremer. Und Joe Enox, ganz interessant zu sehen. Der koordiniert da seine Jungs in seiner Coaching-Zone. Alex Nuri dagegen ganz entspannt. Der sitzt auf seiner Trainerbank und guckt sich das einfach mal an, was seine Jungs hier auf den Platz bringen. Ersten 15 Minuten war wahrscheinlich nicht zufrieden, aber dann der Doppelschlag. Und so können das die Bremer im Moment ganz locker runterspielen. Foul an Garcia. Aber nicht weiter erwähnenswert. Bis hierhin komplett fair die Partie. Philipp Bargfrede. Musovic. Auch der Pass nicht optimal. Kann der Kapitän nicht sauber annehmen und so der Ballverlust im Mittelfeld. Aber kein Problem, denn so richtig Tempo ist gerade nicht drin beim VfL. Jetzt vielleicht die Chance. Mit Aslan, mit Tim Danneberg, der wird Reimering, sucht er, der Ball aber doch sehr weit. Reimering, nee, keine Chance. Dafür ist der Garcia dann auch zu abgezockt. Gibt sogar noch das Foulspiel gegen den Osnabrücker. Freistoß für Bremen. Wie gesagt, sieht eigentlich gut aus in der Vorwärtsbewegung beim VfL. Auch viel Ballkontrolle, viel Ballbesitz. Der Ball läuft auch teilweise richtig gut durch die eigenen Reihen. Hinten fehlt es halt dann an der konsequenten Verteidigung. Sangaré, Zusammenspiel mit Reimring auf der rechten Bahn. Und die Bremer dazwischen. Das ist auch zu eng. Jetzt ist mal nicht eng. Viel Platz für Zorba. Der Ball schwach getreten. Da hat Ocivrid keine Chance ranzukommen. Groß. Wird jetzt Bickel auf der linken Bahn suchen, dachte ich. Hat eine andere Idee. Bickel eigentlich viel Platz gehabt. Der hätte den Ball dann auch noch innen bringen können. Ja, das Zuspiel dann zu spät. Jetzt hat Bickel die Chance. Zorba läuft sich frei. Die machen es aber wieder durch die Mitte. Da ist es einfach zu eng. Da ist es zu eng. Da kommst du so nicht durch. Das war die falsche Idee. Viel Platz auf der linken Außenbahn. Da hätte man zweimal die Chance gehabt, den Ball nach innen zu spielen. Man hat den Weg durch die Mitte gesucht. Und das ist dann natürlich sehr, sehr schwierig gegen diese Bremer Verteidigung. Bargfrede jetzt mit Kainz, der ein gutes Spiel macht. Florian Kainz auf der rechten Außenbahn. Immer anspielbereit, auch im Defensivverbund sehr, sehr wichtig. Macht ein ganz gutes Spiel bisher. Nach der jetzt gespielten 30 Minuten. Florian Kainz mit Sicherheit ein belebender Spieler auf der rechten Außenbahn. Und in der Mitte natürlich, wie angesprochen, Zlatko Janusovic. Das ist schon eine Hausmarke, der Junge. Spricht ja auch für ihn. Ein Tor selbst gemacht, eins vorbereitet. Beim Stand von 2-0 nicht so schlecht, die Statistik. Christian Groß im Gespräch mit Nazim Sangaré. Ne, holt sich Ahmed Aslan ran. Genau, Aslan wird den Freischuss nach innen bringen. Oder in Kurzspielen, wir werden sehen. Ne, Groß orientiert sich auch ins Zentrum. Aslan am Ball.
aus dem Halbfeld jetzt wahrscheinlich die hohe Flanke Richtung Elfmeterpunkt. Wieder beide Arme hoch. Aslan, das bedeutet wieder auf den zweiten Pfosten, groß, schwierig anzunehmen, hat aber gut kontrolliert. Oci Fried in der Mitte, kommt er ran, Zett raus auf den Pfosten. Sangare jetzt mal auf der linken Außenposition. Christian Groß sucht die Anspielstation, findet sie in Ahmed Aslan auf der rechten Bahn. Aslan, der in der letzten Saison, in seiner Premierensaison hier an der Bremer Brücke nicht überzeugen konnte. Da hatte man mehr Erwartungen. Der Junge hat schon Bundesliga gespielt beim Hamburger SV. Hier noch nicht so richtig eingeschlagen. Da hoffen die VfL-Fans natürlich auf die zweite Saison. Der Zehner soll das Spiel in der Spielzeit 2017-2018 beim VfL ankurbeln. Macht heute auch einen guten Eindruck hier wieder am Ball. Oft anspielbereit, verteilt die Bälle jetzt gerade auf Nazim Sangare. Der weiter auf Oci Fried, aber wieder so ein Fehler. Das ist so einfach. Da gibt man die Bälle zu einfach her. Fried im Zweikampf gestoppt von Junuzovic. Auch das kann der, wie gesagt, ganz klar bisher der beste Mann in dieser ersten Hälfte. Zlatko Junuzovic. Sané, oh, das war zu fahrlässig. Oci Fried kann den Ball in die Mitte bringen. Nee, Cetera passt auf. Und der Ball geht ans Außennetz. Da waren sie ein bisschen fahrlässig unterwegs, die Bremer Defensive. Oci Fried kann dann aber den Ball nicht nach innen bringen, weil Michael Zetterer, der Keeper, der eigentlich dritte Keeper vom SV Werder Bremen, eine richtig gute Partie macht. Zwei Bälle gut entschärft, vor allem den Schuss von Jules Reimering und jetzt auch den Fehler von seinen Vorderleuten. Da sehr, sehr gut ausgebügelt, verkürzt da das Eck, geschickt, sonst hätte das richtig gefährlich werden können. Michael Zetterer, sehr, sehr guter Ersatz vom neu verpflichteten Jiří Pavlenka bis hierhin. Und Johansson startet. Bekommt er den Ball, verfolgt von Appiah und Engel. Engel mit dem langen Bein dazwischen. Gute Verteidigungsaktion von Konstantin Engel, der den Weg zum VfL zurückgefunden hat. Auch der hat mit Bundesliga-Erfahrung mit Ingolstadt gesammelt. Jetzt seit der letzten Saison wieder zurück an alter Wirkungsstätte hier an der Bremer Brücke. Reimering im Zweikampf, nicht abgepfiffen. Und so hat Zorba wieder ein bisschen Platz auf der linken Außenbahn. Genau wie Bickel im Zweikampf gegen Florian Kainz. Bickel. Ah, da ist das letzte Anspiel, da hapert's. Danneberg bekommt die Kugel nicht und so wird's geklärt von den Bremern. Ganz rigoros, keine Faxen. Erstmal weg das Ding. Oci Fried, frecher Tunnel gegen Kainz, kriegt dann den Ball in die Mitte. Nee, nicht mehr mit genug Schmackes, dass der Arm kommen könnte. Aber da sieht man die Qualität von Oci Fried. Der ist vorm Tor gefährlich, der schießt sehr, sehr gute Freistöße, Kopfball stark durch seine Größe und vor allem, er behauptet viele Bälle ganz vorne in der ersten Linie. Wirklich ein sehr, sehr starker Spieler. Hatte in der letzten Saison unter Beweis gestellt, in 36 Einsätzen immerhin 12 Treffer. Er war der beste lila-weiße Torschütze in der abgelaufenen Saison und das in seiner ersten Saison in der dritten Liga. Er kam aus der Regionalliga Nord vom Lüneburger SK. Der Junge hat im Gegensatz zu einem Ahmed Aslan voll eingeschlagen hier an der Bremer Brücke und hat auch gerade viel Verantwortung vorne übernommen, als Kapitän Halil Safran verletzt ausgefallen ist. Auf Oci konnte man sich in der vergangenen Spielzeit wirklich verlassen. Die VfL-Fans hoffen, dass er an der Bremer Brücke bleibt. Er hat nur noch ein Jahr Vertrag hier. Angeblich gibt es Interessenten. Und wenn, ja, wie es im Fußball heutzutage ist, wenn die Kohle stimmt, dann wird es ihn vielleicht weiterziehen. Bis hierhin steht er beim VfL Osnabrück unter Vertrag und das wird die Fans sehr, sehr freuen. Den Jungen wird man in der kommenden Spielzeit sicher brauchen. Wie gesagt, 12 Treffer in der Premierensaison ist nicht so schlecht. Und vor allem wirklich ein sehr, sehr kompletter Spieler durch seine Größe. Physisch stark, aber auch an der Kugel. Ein guter Kicker und richtig frech, haben wir eben gesehen. Beinschuss gegen Florian Kainz. Auch wenn es nur für die Galerie war.
Garcia. Jetzt vielleicht mit Platz auf der linken Außenbahn bei den Bremern. Johansson. Keine Abseitsposition. Johansson. Jetzt wieder Junuzovic am Ball. Weiter auf Florian Kainz. Wieder Junuzovic. Die spielen es gut aus. Das sind feine Kicker. Florian Kainz Außenpfosten. Fast der dritte Streich der Bremer. Die spielen das in vorderster Linie sehr, sehr stark. Junuzovic und Kainz. Zwei so gute Kicker. Wenn du die auf dem Feld hast, dann lass die einfach spielen. Sehr, sehr starke Aktion. Wieder Junuzovic, natürlich beteiligt, fein durchgesteckt auf Kainz und der trifft dann den Außenpfosten. Starke Aktion der Bremer. Gersbeck, der kann einem fast ein bisschen leid tun, hat nicht so richtig was zu tun lange. Dann klingelt es zweimal und beim dritten Mal braucht er die Hilfe des Außenpfostens. Nicht so eine glückliche Partie bis hierhin für den lila-weißen Schlussmann. Johannes Eggestein mit der Spielverlagerung raus auf Garcia, ein bisschen in den Rücken gespielt, Tempo geht so verloren, aber Garcia mit viel Platz, wird er gar nicht angegriffen. Erst einmal hinten rum, Bargfrede am Ball im Zentrum. Michael Zetterer auf den Spuren von Manuel Neuer ganz weit vor seinem Kasten, aber das war nicht so ganz geschickt. Otschifried, ja, hat er nicht die Möglichkeit zu lupfen, legt den Ball erstmal raus auf Christian Bickel. Der im 1 gegen 1 gegen Ole Kuiper kommt nicht vorbei. Einwurf gibt's. Ja, Michael Zetterer. Mitspieler Torwart, die werden immer gesucht. Wird ja schon fast gefordert in der heutigen Zeit. Das sah nicht ganz so brillant aus. Aber gut, nichts passiert. Otschifried jetzt im 16er. Auch das sieht man, seine Stärke. Der kann den Ball einfach wunderbar abschirmen. Sané klärt dann die Kugel. Und dann die Kugel kommt dann Eggestein nicht mehr rein. Und so gibt's Einwurf, aber für die Bremer. Fünf Minuten sind noch zu spielen im ersten Durchgang. Wir sind natürlich auch gespannt, was in der Halbzeit passieren wird. Ist ja Testspiel-typisch, dass dann mal durchgewechselt wird. Ich denke, Joe Ennox wird diese Formation erst einmal auf dem Feld lassen. Sah ja auch in weiten Teilen gar nicht so schlecht aus. Und wie gesagt, das ist die Generalprobe vor dem Start in die dritte Liga. Da will man natürlich auch die erste Elf sehen. Wunderbarer Ball. Florian Kainz, den wird er ganz locker bekommen. Kainz geht nochmal in den Zweikampf. Und der Ball dann abgefangen von Konstantin Engel, der da richtig steht. Engel kurbelt an, da ist wieder Otschifried raus auf Bickel. Und jetzt Reimering im Zweikampf. Wenn er den behaupten kann, kann es gefährlich werden, aber kein Foul. Nee. Geht weiter, Dominik Volkmar. Der großgewachsene Innenverteidiger da ohne große Probleme gegen Jules Reimering, der sich beschwert, einen Foul haben wollte, aber das hat mir persönlich nicht gereicht für ein Foulspiel, ganz normaler Zweikampf. Volkmar da einfach mit der besseren Position gegen den Außenspieler vom VfL Osnabrück. Vorbald gerne einen Einwurf für die Lila-Weißen bekommen. Gibt's nicht. Kainz bringt das Spielgerät wieder auf den Rasen. Und die Bremer bauen neu auf. Über links Garcia.
Gegen Sangaré geht er 1 gegen 1. Nee, bricht einmal ab. Groß kommt zur Hilfe. Gersbeck bringt den Ball erst einmal aus der Gefahrenzone. Orci Vriet im Zweikampf. Reimring. Er wollte wohl die Seite wechseln. Garcia unterbindet das Ganze. Danneberg und die Kugel wieder weg. Ole Käuper hintenrum zu seinem Keeper Michael Zetterer. Inusovic, Foulspiel. Ja. Jules Reimring spielt den Greenkeeper. Ganz schön viel Rasen da mitgenommen bei dieser Grätsche gegen Inusovic, der sich aufregt. Aber gut, den Angriff wollte Reimring dann einfach unterbinden. War auch genau richtig, wir wissen ja, was der Inusovic dann kann, auch aus dem Spiel heraus. Shake hands und weiter geht's, alles halb so wild. 2 Minuten vor Ende der ersten Halbzeit gibt es nochmal die Freistoßsituation für die Bremer. Inusovic steht natürlich am Ball. Als ausgewiesener Experte lässt er sich das natürlich nicht nehmen. Der lange Sané natürlich mit vorne. Jetzt natürlich ein Kandidat für diesen Ball, aber der ist zu flach getreten. Kein Problem für die VfL-Defensive. Foulspiel gegen Sangaré. Mit gut einer Minute auf der Uhr in der ersten Halbzeit können wir ein erstes Fazit ziehen. Der VfL hat wirklich gut begonnen. Das sah 15 Minuten lang richtig stark aus. Frühes Pressing. Die haben die Bremer effektiv gestört. Kam dann auch zu Chancen durch Bickel und Danneberg. Auch dann kamen die Bremer und haben eiskalt zugeschlagen. Aber jetzt vielleicht nochmal der VfL Danneberg. Der Neuzugang aus Chemnitz, aber jetzt geht es auch hinten rum. Die Bremer haben dann eiskalt zugeschlagen, 2-mal. Junuzovic hat es eingeleitet, das 1-0 von Johansson, der dann wirklich eiskalt vollstreckt hat. Das 2. Tor hat der beste Mann bis hierhin auf dem Feld dann selbst gemacht. Zlatko Junuzovic, der Kapitän der Bremer, mit dem 2-0 war ein Doppelschlag, der den VfL auch getroffen hat. Das merkt man, die Bremer haben jetzt mehr vom Spiel. Die Führung vielleicht ein Tor zu hoch. Immerhin hatte Jules Reimring noch die Chance zum Anschlusstreffer. Auf der Gegenseite Florian Kainz fast noch mit dem 0-3. Das wäre dann richtig heftig gewesen aus Sicht der Hausherren. Da hat der Außenpfosten für Marius Gersbeck gerettet. Ein richtig munteres Testspiel. Beide Mannschaften wirklich bedacht, ihr Heil in der Offensive zu suchen. Die 2 Tore haben die Bremer gemacht, aber auch der VfL hatte, wie erwähnt, die Chancen und kommt vielleicht jetzt nochmal zu einer letzten Gelegenheit über Reimring. Der bringt den Ball nach innen, Danneberg, der ist zu hoch, aber Bickel wird den Ball noch kriegen. Bickel zurück zu Zorba, der bringt den Ball direkt wieder nach innen. Und da ist Orci Vriet vielleicht selbst überrascht. Bargfriede springt unter dem Ball her und ich glaube, das hat Orci Vriet dann selbst so ein bisschen gestört. Ja, da muss er fast ein bisschen schmunzeln, der Stürmer der Lila-Weißen. Mit einem 0-2 geht es in die Pause. Wir machen auch eine kurze Pause, nämlich 15 Minuten, melden uns dann frühzeitig zurück mit Beginn des 2. Durchgangs. Ich sage bis hierhin vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis gleich.
werden eher über die Außenbahn kreiert. Das hat die erste Halbzeit gezeigt und ich denke, da wollen die Jungs auch wieder hin. Nur hakt das Spiel da bisher ein bisschen. Baschkim Renneke noch nicht so richtig drin in der Partie, aber gut. Der Junge steht auch erst seit gut 10 Minuten jetzt auf dem Feld. Sangare mit dem riskanten Pass, der aber nicht abgefangen wird. Zorba versucht wieder irgendwie Bickel in Position zu bekommen. Aber die Bremer stehen jetzt sehr massiv geschlossen hinter dem Ball. Da eine Lücke zu finden, sehr, sehr schwierig für die Männer in den lilafarbenen Trikots. Und wenn es aus dem Spiel heraus zu eng wird, dann hilft vielleicht ein Standard. Den bekommen die Osnabrücker jetzt. Und Christian Bickel legt sich die Kugel zurecht und wird den Ball mit seinem rechten Fuß mit Schnitt zum Tor vor den Kasten spielen. Da gehe ich mal stark von aus. Bickel läuft an, so kommt, zwar flach gespielt. Den kann niemand so richtig erreichen. Und es bahnen sich weitere Wechsel an bei Werder Bremen. Und es steht bereit. Yuying Zhang. Der wird gleich eingewechselt werden. Der Spieler, der ausgeliehen ist, trägt die Nummer 19 und wartet auf seinen Einsatz. Genauso wie Niklas Schmidt. Aber vorher machen es die Kollegen, die auf dem Feld sind. Und mit Zlatko Junusevic zieht wieder auf. Ole Kuiper muss in den Zweikampf. Dannenberg passt auf. Und Kuiper versucht jetzt die Ecke zu bekommen. Und schafft das. Jetzt gibt es die Chance zum Wechsel. Wir sind gespannt, wen Alexander Nuri vom Feld nehmen wird. Auch der VfL wird doppelt wechseln. Jetzt müssen wir uns ein bisschen sortieren. Philipp Bargfrede wird das Feld verlassen. Wie gesagt, es steht Niklas Schmidt, ein weiterer sehr, sehr junger Spieler bereit. Und Yuying Zhang. Und der kommt positionsgetreu für den Torschützen vom 1:0. Aaron Johansson verlässt das Feld, genauso wie angesprochen. Philipp Bargfrede, Schmidt und Zhang neu in der Partie. Und auch der VfL Osnabrück wechselt doppelt aus. Christian Bickel geht raus, dafür kommt Marc Haider und Tim Danneberg. Also die beiden Neuzugänge vom VfL Osnabrück, die beiden Mittelfeld-Neuzugänge raus. Und es kommen Marc Haider und mit der Nummer 26 Sebastian Klaas. Ja, Bickel hat für mich ein gutes Spiel gemacht, auch Danneberg sehr bemüht. Jetzt erstmal konzentrieren wir uns auf die Ecke, die kommt rein. Sané springt da mit seinem Körper rein. Junge, Junge, wenn er angeflogen kommt, dann würde ich erstmal in Deckung gehen. Aber dann irgendwie mit dem Rücken, nicht mit dem Kopf, kommt er an den Ball und so geht das Spielgerät über den Kasten. Ja, Danneberg und Bickel haben guten Eindruck gemacht. Es fehlt so ein bisschen die letzte Durchschlagskraft. Danneberg, ein Kämpfer, ein zweikampfstarker Spieler, alleine seiner Körperstatur geschuldet. Der kann auf der 6 noch richtig wichtig werden. Und Christian Bickel hat den starken Eindruck aus dem Jeddelo-Spiel auch über weite Phasen dieser Partie bestätigt. Zu dem Bremern Aaron Johansson, Stürmer, seine Pflicht erledigt, das 1:0 gemacht. Ganz, ganz souveräner Abschluss vor dem Kasten. Der Ball ins lange Eck in der 18. Spielminute. Da hatte Marius Gersbeck überhaupt keine Chance. Und Philipp Bargfrede, der gewohnte Abräumer im defensiven Mittelfeld, das Bremer Urgestein. Auch er hat sich die Dusche im Anschluss des Spiels redlich verdient. Und wir sind natürlich jetzt gespannt auf den neuen Spieler, den sie aus England geholt haben. Yuying Zhang. Ich sag's nochmal, ich hoffe, das ist einigermaßen richtig ausgesprochen. Ein Bremer Kollege hat es mir eben noch gesteckt, wie man den richtig ausspricht. Wie gesagt, 2 Jahre ausgeliehen von West Bromwich Albion. West Bromwich Albion, so heißt es richtig. Der neue Mann. Niklas Schmidt im Zweikampf holt den Freistoß für die Bremer. Und auf Seiten vom VfL Osnabrück jetzt auch die Nummer 20 im Spiel, Marc Haider.
Der kann sich heute präsentieren, wie er will. Die ersten 4 Pflichtspiele wird er nicht bestreiten. Er ist gesperrt worden vom DFB. Er war verwickelt in diese versuchte Spielmanipulation. So ein bisschen angetrieben wurde vom ehemaligen Abwehrspieler Tobias Villers, der auch ganze 4 Monate gesperrt wurde. Im Vorfeld des letzten Spiels haben Teile der Osnabrücker Mannschaft, eben angetrieben von Tobias Villers, versucht, Kontakt zu anderen Spielern, zu anderen Mannschaften aufzunehmen. Das Ganze hat dann auch nicht so wirklich funktioniert, zum Glück, und ist dann vor allem auch aufgeflogen. Wie gesagt, Tobias Villers nicht mehr beim VfL unter Vertrag, ist 4 Monate gesperrt worden und Marc Haider für 4 Pflichtspiele. Und da passt der heutige Gegner auch ganz gut zu, denn es war der Kontakt zur zweiten Mannschaft von Werder Bremen. Die standen im Abstiegskampf, der VfL Osnabrück stand im oberen Tabellenmittelfeld, hat aber gegen einen Konkurrenten der Bremer gespielt und dann soll es Absprachen gegeben haben. Die Bremer haben das dann aber sofort völlig zu Recht und zum Glück gemeldet. So kam die ganze Nummer raus und wie gesagt, Leidtragender ist vor allem Tobias Villers, der jetzt erstmal ohne Verein dasteht und sowieso 4 Monate kein Pflichtspiel bestreiten darf. So, liebe Bremer Fans, machen sich bemerkbar, feuern die Team nochmal an. Wirklich viele Bremer heute im Stadion. Die Gästekurve ist gut gefüllt, dazu auch auf den Sitzplätzen viele Personen in Grün und Weiß. Und die können ja auch zufrieden sein. Nach gut 60 Minuten führt ihr Team mit 2:0. Da ist der angesprochene Marc Haider auf der rechten Außenbahn. Haider versucht die Ecke zu ziehen und bekommt sie. Ecke für den VfL Osnabrück. Ocivrit trabt schon raus, wird den Ball dann nach innen bringen. Es ist die insgesamt 3. Ecke für die Jungs in Lila. Mit Danneberg natürlich ein Spieler jetzt aus dem Spiel genommen, der für diese Kopfballsituation eigentlich wie geschaffen ist. Mal gucken, wen Vriet jetzt in der Mitte suchen wird. Ocivrit bringt den Ball nach innen und er findet den Mann, den man da ganz einfach findet, weil er einfach sehr, sehr groß ist. Lamini Sané, der macht heute ein sicheres Spiel im Abwehrzentrum der Bremer. Befördert den Ball erstmal aus der Gefahrenzone. Ried gefault, aber spiegelt weiter. Vorteil, sagt das Gespann der Unparteiischen. Marc Haider auf der rechten Außenbahn mit seinem schwächeren linken Fuß bringt den Ball nach innen, aber es könnte gefährlich werden. Aber Abseitsposition, keine Aufregung. Als der Ball verlängert wurde, steht Ahmed Aslan im Abseits. Und so gibt es Abstoß vom Tor, beziehungsweise Freistoß durch Luca Plogmann. Führt ihn auch schnell aus und der Ball wieder im Spiel. Ja, Alexander Nouri nutzt dieses Testspiel, um seine junge Torwartgarde zu testen. Gestern beim Telekom Cup hat Jiří Pavlenka schon sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Gerade im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach gab es eine sehr, sehr starke Parade. Der scheint vor allem auf der Linie ein wirklich guter Mann zu sein. Wird den Bremer gut zu Gesicht stehen. Irgendwie ist ja die Defensive da traditionell eine große, große Baustelle. In der letzten Spielzeit 64 Gegentreffer. Nur die 3 letztplatzierten Mannschaften, die beiden Absteiger und der VfL Wolfsburg auf Platz 16, waren noch schlechter. Da werden die Bremer versuchen, dran zu schrauben mit eben dem angesprochenen Jiří Pavlenka, aber auch mit einem Spieler wie Ludwig Augustinsson, der auf der linken Abwehrseite zu Hause ist, der heute noch nicht auf dem Feld steht. Auch ein ganz interessanter Mann, der in Dänemark schon für viel Furore gesorgt hat. Jetzt erstmal Garcia, den sollte Gersberg erreichen, so ist es. Ja, Ludwig Augustinsson ist so ein bisschen der Königstransfer bisher in diesem Sommer der Bremer. Günstig bekommen aus Kopenhagen, man munkelt zwischen 3,5 und 4,5 Millionen Euro Ablöse. Junger Spieler, trotzdem sehr, sehr erfahren. Der Schwede hat in Dänemark gespielt, beim FC Kopenhagen hat er schon international Erfahrung gesammelt. Das ist ein sehr, sehr guter linker Außenverteidiger. Auf den dürfen sich die Bremer Fans freuen. Wie gesagt, es ist ja schon fast Tradition an der Weser, dass vorne sehr, sehr viel funktioniert, aber hinten auch einiges reinfällt. 64 Gegentore, das ist einfach zu viel und das hat den Bremer dann am Ende der Saison auch das Genick gebrochen. Sonst wäre die Europa-Qualifikation vielleicht noch möglich gewesen. So war es am Ende. Platz 8 für die Bremer.
Da sind sie nicht einig geworden, aber mal Sangareda unter Druck, das Spiel läuft weiter. Der Ball in die Mitte, Abschlusschance für Zang, da ist er zum ersten Mal am Ball gewesen, wird aber abgeblockt. Nach der guten Vorarbeit von Eggestein auf der linken Außenbahn. Yuying Zang kommt da nicht durch und jetzt kann es vielleicht schnell gehen in die andere Richtung. Klar, es braucht ein bisschen zu lange, nimmt dann aber Haider mit, gut rausgespielt. Marc Haider geht in den Zweikampf. Ja, gegen zwei Leute wird es dann wieder ein bisschen eng. Dann versucht Haider mit seinem etwas schwächeren Linken. Und der Ball landet in der Osnabrücker Ostkurve. War vielleicht mehr drin, passt ein bisschen zu spät, obwohl dann Haider auch viel Platz hatte. Aber dann die etwas schwächere Idee, da in den Zweikampf gegen zwei Leute zu gehen. Und so verpufft diese lila-weiße Gelegenheit. Nasim Sangare. Haider läuft in Position, Sangare geht den Weg über die Mitte. Da ist es bisher immer zu eng geworden. Jetzt aber Ochi Fried mit der Chance. Fried scheitert an Plogmann. Gute Gelegenheit für den Osnabrücker Stürmer. Da wäre es was gewesen. Ich habe immer gesagt, eigentlich ist es zu eng durch die Mitte. Jetzt haben sie es mal geschafft und Ochi Fried super in Position. Spitzelt den Ball dann mit dem linken Fuß aufs Tor. Plogmann, anscheinend haben die Bremer in dieser Saison kein Torwartproblem. Gute Parade mit dem Fuß. Verhindert das 1:2, jetzt nochmal der Schuss aus der zweiten Reihe, aber der Versuch von Konstantin Engel geht dann doch einen guten Meter am Tor vorbei. Sie aus dem Nichts, viel haben sie bisher in einem zweiten Durchgang offensiv nicht auf die Beine gestellt. Jetzt die dicke Chance durch Ochi Fried, aber es bleibt weiter beim 2:0 für die Bremer. Und Ochi Fried hat da, glaube ich, noch einen mitbekommen, humpelt gerade. Ich weiß nicht, ob er weitermachen kann. Er humpelt Richtung Auswechselbank. Stichwort Auswechselbank. Es machen sie wieder einen Schwung lila-weiße bereit. Gleich wird nochmal ordentlich durchgewechselt. Das gehört zu den Testspielen einfach dazu. Jeder soll hier nochmal die Chance haben, vor dem Ligastart am kommenden Freitag sich präsentieren zu können. Die Bremer, die haben ja noch ein bisschen mehr Pause. Am 19. August steigt das erste Spiel der Werderaner. Und die haben es auch gleich richtig heftig erwischt. Erster Spieltag auswärts bei den so starken Hoffenheimern und zum ersten Heimspiel eine Woche später kommt dann direkt der Rekordmeister aus München ins Weserstadion. Von daher, knackiges Auftaktprogramm für die Jungs von SV Werder Bremen. Und Ochi Fried, es ging wirklich nicht weiter, wahrscheinlich auch eine Vorsichtsmaßnahme, der hat einen Schlag auf den Fuß bekommen. Nicht mehr auf dem Feld, Fried runter und dafür Roberto Cristo auf dem Feld. Genau so ist es. Robert Cristo ist gekommen. Ich muss mich kurz nochmal sortieren. Wie gesagt, da machen sich gerade noch drei andere Osnabrücker bereit. Fried runter, Cristo jetzt auf dem Feld, der US-Amerikaner. Bulliger Stürmer, richtiger Strafraumstürmer, ein Wühler. Ähnlicher Typ wie Ochi Fried. Darf er sich jetzt nochmal gute 18 Minuten präsentieren. Eggestein gefoult von Aslan. Und jetzt ist die Möglichkeit zum Wechseln. Wir gucken, wer da alles bereitsteht. Bastian Schulz wird kommen, der zentrale Mittelfeldspieler.
Genauso wie der lange Stürmer Steffen Tigges, der steht ebenfalls bereit. Es wird einen Dreifachwechsel geben. Wir müssen uns jetzt einmal ganz kurz sortieren, wer alles runtergeht. Christian Groß geht runter, Furkan Zorba, der mir gut gefallen hat auf der linken Abwehrseite. Und auch Ahmed Aslan verlässt das Feld und es kommen Steffen Tigges, Bastian Schulz und Kamer Krasnici, der Torschütze vom Jeddelo-Spiel, der bisher den einzigen Treffer in insgesamt jetzt 5 Spielen in der Vorbereitung für den VfL markiert hat. Vielleicht legt er heute noch eins nach, dass wir noch ein bisschen Spannung bekommen in den letzten gut 15 Minuten, die jetzt noch zu spielen sind. Fügt sich aber erstmal mit einem Foul ein gegen Garcia. Kamer Krasnici, auch ein ganz junger Mann, der langsam an den Profikader rangeführt wurde und vielleicht diese Saison mehr Verantwortung übernehmen darf. Das wird die kommende Spielzeit zeigen, die wie gesagt am kommenden Freitag für den VfL Osnabrück beginnt in der dritten Liga, das Auswärtsspiel beim Karlsruher SC. Zum ersten Heimspiel dann Wien Wiesbaden hier an der Bremer Brücke zu Gast. Auch das ein knackiges Auftaktprogramm, gerade in Karlsruhe. Die sind abgestiegen und haben sich namenhaft verstärkt. Wir haben vor dem Spiel mit Joe Enangs drüber gesprochen. Dominik Strohengel, Anton Fink, keine Unbekannten in der dritten Liga. Junusovic steckt den Ball durch Eggestein, kein Abseits. Doch. Da hat der Schiedsrichter gespannt, kurz gewartet. Junusovic mit dem Ball auf Eggestein. Und der steht dann in der verbotenen Zone. Abseits die Entscheidung und auch Eggestein scheint da einen Schlag auf den Fuß mitbekommen zu haben. Bleibt erst einmal liegen. Die medizinische Abteilung eilt aufs Feld zur Behandlungspause. Ja, beim Karlsruhe SC gibt es dann noch mit dem ehemaligen Osnabrücker Abwehrchef Dave Bisot. Auch den haben die Karlsruher sich aus Würzburg geschnappt. Das wird auf jeden Fall ein echter Gradmesser am kommenden Freitag für den VfL Osnabrück beim Karlsruhe SC. Dann geht die Saison im Profifußball 2017-2018 wieder los. Große Freude, nicht nur bei mir, sondern bei allen Fußballfans. Und wie gesagt, 18.8. erstes Spiel in der ersten Liga. Bayern eröffnet gegen Leverkusen. Der Meister eröffnet ja traditionell am Freitagabend. Und für die Bremer geht es nach Hoffenheim. Einen Tag später dann am Samstag die gewohnte Anstoßzeit 15.30 Uhr. Und wir sehen es für Johannes Eggestein. Geht es nicht weiter? Nee, jetzt offiziell. Er wird hinten weiter behandelt, wird ausgewechselt. Und Usman Mané geht vorne in die Sturmspitze zusammen mit Yujing Zhang. Jetzt Doppelspitze bei dem Bremer wahrscheinlich, denn Mané ist ein wirklicher Angreifer. Der Mann mit der auffälligen Frisur, den werden wir nicht aus dem Augen verlieren so schnell. Und an dieser Stelle natürlich auch Genesungswünsche an Johannes Eggestein. Wir hoffen, da ist nichts weiter passiert, aber der Mann geht dann auch relativ geschmeidig Richtung Kabine. Wahrscheinlich eine Vorsichtsmaßnahme von Alexander Nuri hier im Testspiel beim VfL Osnabrück. Und wie gesagt, Usman Mané, auch der hat schon Bundesliga-Erfahrung gesammelt, auch schon Bundesliga-Tore erzielt. Mal gucken, ob er vielleicht heute noch den dritten Streich für die Bremer nachlegen kann. Tigges im Zweikampf mit Kainz, der bleibt aber Sieger und behauptet die Kugel. Zhang auf der rechten Außenbahn. Das Tempo wird erstmal verschleppt. Junusovic ist immer noch eine gute Anspielstation. Der verlagert auf Garcia, muss in den Zweikampf mit Sangaré und der köpft die Kugel erst einmal nach vorne, aber die Bremer bleiben dann in Ballbesitz.
Da ist der neue Mann am Ball. Usman Mané gegen Appia. Mané macht das stark. Verdribbelt sie dann nochmal ein bisschen. Kein sauberer Kontakt. Und es gibt auch nicht die Ecke, sondern Abstoß. Gut 10 Minuten auf der Uhr. Das Spiel ist in der zweiten Hälfte so ein bisschen verflacht. Das Tempo ist raus. Der VfL hatte die beste Chance bis hierhin durch den mittlerweile ausgewechselten Ochi Vried, der aber das 1:2 verpasst hat. Den Osnabrückern würde ein Treffer sicher gut tun. Gar nicht, um das Spiel nochmal spannend zu machen, sondern fürs Selbstvertrauen. Wie gesagt, es ist das 5. Vorbereitungsspiel und bisher nur ein Treffer und das gegen eine unterklassige Mannschaft. Ansonsten 3x0:3 und Stand jetzt gegen Werder Bremen 0:2. Also von den Ergebnissen hätte die Vorbereitung durchaus besser laufen können. Jetzt aber vielleicht nochmal die Chance für die Weißen. Bastian Schulz mit Kamal Krasniqi wieder durch die Mitte. Und wie so oft in Durchgang 2 ist es da einfach zu eng. Die Chance zum Kontern durch den eingewechselten Niklas Schmidt. Yuying Zhang, die Leihgabe aus England gegen Sangare. Usman Mané. Konstantin Engel bleibt hier Sieger und Gersbeck kann die Kugel dann locker aufnehmen. Marc Haider wieder auf dem schwächeren Linken, versucht es trotzdem, bleibt hängen. Zhang könnte den Konter einleiten, aber die Bremer rücken jetzt auch nicht mehr so geschlossen nach. Das Trainingslager steckt in den Knochen, das kann man den Jungs jetzt auch nicht verdenken, dass sie jetzt zwangsweise unbedingt noch das 3. Tor erzielen wollen. Die kommen frisch aus dem Zillertal, gestern dann beim 2. Platz beim Telekom Cup und dann geht es endlich mal wieder zurück nach Hause an die Weser. Und hier bisher machen sie einen sehr, sehr guten Eindruck, muss man sagen. Die zweite Garde, die sitzt. Haben das Spiel nach gut 15 Minuten in den Griff bekommen. Der VfL hat sich bemüht bis hierhin, aber glücklos vor dem Kasten. Treffer wäre durchaus möglich gewesen. Jetzt aber erstmal Vorsicht auf der anderen Seite. Junuzovic. Schön rausgespielt. Mané läuft hier in der Mitte ein, aber Flanke verzögert. Hier ist Usman Mané. Kommt noch ran mit dem Kopf. Bekommt aber keinen Druck mehr hinter die Kugel. Und so dann noch 2-3 Meter am Kasten vorbei. Gut erlaufen. Başkim Rennege, schöne Flanke. Garcia ist eingerückt, hat aufgepasst und klärt den Ball zum Einwurf. Der junge Sebastian Klaas, auch ein Mann aus der Jugend, der jetzt rangeführt war an die erste Mannschaft, hat da gelauert. Aber Garcia ganz erfahren. Mit dem besseren Stellungsspiel. Haider auf Rennege und Blobmann schnappt zu. Der Keeper, der gegen Vried das 1:2 verhindert hat und seit der 45. Minute den bis dahin sehr, sehr starken Michael Zetterer vertritt. Jetzt vielleicht nochmal die Chance für die Bremer. Mané bekommt den Ball ein bisschen spärlich unter Kontrolle. Junuzovic im Strafraum wird abgeblockt. Kainz kann den Ball noch aufnehmen. Dann wird es erstmal wieder hinten rumgehen. Genauso ist es. Aber die Bremer jetzt wieder ein bisschen offensiver in der Schlussphase. Kainz guckt und findet nur den Gegenspieler. Engel bereinigt die Situation. Und
Rodriguez, kein guter Ball. Da in die Mitte, in die Füße des Gegners. Und so wieder die Bremer im Vorwärtsgang. Über Mané. Sie spielen es im zweiten Durchgang doch sehr, sehr souverän nach Hause, die Jungs in den weißen Trikots, die Gäste aus Bremen. Werden auch nicht mehr so gefordert wie im ersten Durchgang. Der Spielfluss ist ein bisschen raus, das ist natürlich auch den Wechseln geschuldet. Wir kennen das alle von den Testspielen. Und jetzt machen sich die Bremer Fans nochmal bemerkbar hier im Stadion. Die sind natürlich zufrieden mit der Leistung der eigenen Mannschaft, auch wenn die ganz großen Stars heute gefehlt haben, wie zum Beispiel natürlich Max Kruse oder Finn Bartels, die Offensivabteilung, die ein bisschen geschwächt wurde durch den Abgang von Serge Gnabry. Aber ich habe es in der ersten Halbzeit schon gesagt, die Bremer suchen auch noch Verstärkung für den Sturm. Die Kollegen Nuri und Baumann, die sportliche Führung, hat es durchklingen lassen. Der Ball in den Lauf von Zhang und der ist nicht im Abseits. Ich wusste gar nicht, ob der das realisiert hat. Zhang macht sein erstes Tor für Bremen. Er macht's! Yu Ying Zhang! So heißt der Mann. Tor für Bremen, 85. Spielminute, es steht 0-3. Der lange Ball aus der eigenen Hälfte und Zhang nicht im Abseits, war er vielleicht selbst ein bisschen überrascht. Und ich weiß nicht, wie oft ich es angesprochen habe. Fehler in der Osnabrücker Verteidigung in dieser Vorbereitung. Viel zu oft gesehen. Und wie schon beim zweiten Treffer läuft ein Bremer ganz alleine auf Marius Gersbeck zu. Und Yu-Ying Zhang ist auf jeden Fall ein Stürmer. Nämlich so macht ein Offensivmann so ein Ding weg. Sicherer Abschluss mit dem rechten Fuß ins rechte untere Eck. Zum 3-0 für die Jungs von der Weser. Das Standardergebnis des VfL Osnabrück in der Vorbereitung ist erreicht, nämlich 0-3. Das gibt es jetzt zum vierten Mal in 5 Spielen. Oh, da spreche ich an, dass die Bremer in der Offensive noch Verstärkung suchen. Die Kollegen Johansson und Zhang haben sich auf jeden Fall heute beworben für den Platz in der Sturmspitze. Aber wie gesagt, Nuri und Baumann haben schon anklingen lassen. Man sucht einen noch einen erfahrenen Stürmer, einen wirklichen Strafraumstürmer, so einen typischen Neuner, wenn es den überhaupt heute noch gibt. Diese Formulierungen sind ja ein bisschen altbacken geworden. Aber einer für die vorderste Linie soll noch kommen. Man darf gespannt sein, das Transferfenster ist ja auch noch ein bisschen geöffnet, ob sich da noch auf Bremer Seite was tut. Genauso beim VfL Osnabrück. Auch die werden vielleicht noch nachlegen. Es gibt ja jetzt ein bisschen mehr Spielraum, auch finanziell. Das Trikot ist vermarktet worden. Vielleicht kann man da auf dem Transfermarkt noch was machen. Baustellen gibt es wohl noch, das haben die Vorbereitungsspiele gezeigt, auch heute. Es stimmt noch nicht so richtig in der Abstimmung und wie gesagt, individuelle Fehler werden knallhart bestraft in dieser Vorbereitung. Das hat Joe Enners angesprochen, aber vermeiden konnten sie sie heute leider nicht und so steht es 3-0 für Bremen. Vielleicht ein Treffer zu hoch. Man hätte den Niederweißen vielleicht schon ein eigenes Tor gegönnt. Gute 3 Minuten, dafür haben sie noch. Bisschen Nachspielzeit kommt vielleicht noch dazu, aber so richtig viele Gründe gab es dafür nicht. Die Kurzunterbrechung für Johannes Eggestein, der ausgewechselt werden musste. Ansonsten gibt es hier nicht so viel Grund nachzuspielen und so gehen wir in die letzten 3 Minuten. Beim VfL Osnabrück auch immer noch Thema, ob Ochi Vrid noch bleibt. Nur noch ein Jahr Vertrag. Wenn man den Jungen zu Geld machen möchte, dann muss man es zeitnah tun. Interessenten wird es genug geben. Der Junge hat erst ein Jahr dritte Liga gespielt, da direkt 12-mal getroffen. Hat auch heute einen sehr, sehr ordentlichen Eindruck gemacht. Aber man muss ganz ehrlich sein, das wäre ganz, ganz bitter für den VfL Osnabrück. Genauso bitter wie dieser Fehlpass in die Füße von Garcia, der zieht nochmal auf, aber Sangare energisch dazwischen und jetzt auch nochmal auf dem Weg nach vorne, nimmt Marc Haider mit auf der rechten Außenbahn. Marc Haider, Garcia wird seinen Fehler wieder gut machen, kommt aber erstmal nicht dran. Der starke Sané einmal mehr, Endstation vorübergehend, Klaas. Nee, kein Durchkommen durch die Innenverteidigung der Werderaner. Schulz
Zieht nicht ab, sucht Christo in der Mitte und wieder wird er abgeblockt. Entschuldigung, war Marc Haider, der abgeblockt wurde. Der Kopfball kam von Christo. Sorry, mein Fehler. Marc Haider wird beim Schussversuch abgeblockt und dann der Versuch von Christo, der da aber übers Tor geht. Und ich meine, es war auch eine Abseitsposition vom Osnabrücker Stürmer. Von daher keine Gefahr für den Bremer Kasten. Vielleicht jetzt nochmal. Marc Haider. Kein Abseits. Es soll nicht sein. Kamal Krasnitschi ganz frei vor Plogmann. Am linken Pfosten vorbei. Eigentlich die richtige Idee, den Ball aufs lange Eck zu ziehen. Ah, den muss man dann aber auch machen. Wenn man treffen will gegen Werder Bremen, dann muss man so eine Chance einfach wegmachen. Kamal Krasnitschi fast das zweite Tor von ihm in der Vorbereitung. Dann hätte er 100% aller Osnabrücker Tore gemacht. Er verzieht. Und so bleibt es wohl beim 0:3. Wir haben nur noch 30 Sekunden offizielle Spielzeit. Vielleicht gibt es noch ein, zwei Minütchen oben drauf. Und dann ist dieses Spiel das letzte Vorbereitungsspiel des VfL Osnabrück Geschichte. Wie gesagt, nächsten Freitag geht es dann zum Karlsruher SC und dann geht die Drittligasaison 2017-2018 los. Rennecke zieht nochmal den Freistoß, jetzt wird noch ein bisschen gehakelt, völlig überflüssig, das muss nicht mehr sein. Rennecke will da den Freistoß schnell ausführen, die Bremer versuchen das natürlich zu verhindern. Business as usual im Fußball, alles halb so wild. Vielleicht gibt es jetzt noch die letzte Osnabrücker Chance in der Nachspielzeit, die jetzt angebrochen ist. Die jetzt anbrechen wird, Entschuldigung, 90 Minuten sind rum. Und Baschkim Rennecke steht bereit für die vielleicht oder wahrscheinlich letzte Osnabrücker Chance in diesem Testspiel. Rennecke bringt den Ball in die Mitte. Mané ist dazwischen und das war's. Werder Bremen gewinnt 3:0 an der Bremer Brücke. Der VfL Osnabrück verliert 4 von 5 Vorbereitungsspielen und geht so mit keinem richtig guten Gefühl in die Saison. Ich bedanke mich beim Team, in der Regie, bei den Kameraleuten, bei der Technik für den Livestream, der hier heute angeboten werden konnte. Und natürlich bedanke ich mich vor allem auch bei Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Einschalten. Ich hoffe, wir konnten Sie heute gut unterhalten. Sorry, liebe VfL-Fans, dass es kein Tor gab, aber das liegt nun mal leider nicht an uns. Ein wichtiger Hinweis, die wichtigsten Stimmen zum Spiel, die finden Sie noch heute auf der Internetseite www.noz.de. Wir machen uns gleich auf in die Mixzone und fangen dann die Spieler für Sie ab. Ich bedanke mich noch einmal fürs Einschalten. Macht euch noch einen schönen Sonntag. Bis dahin. Ciao.
Baku, ne?